Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Leute, wenn ihr auch aus dem Stream seid, schreibt das dann auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, ihr seht schon. Alter, 59 von 60 Games beim Kurier Brock. Wir haben auf jeden Fall die ersten 50 Games mit Onkel Mo zusammengespielt und mit Mauri. Nochmal vielen Dank an die beiden. Mega Ehre. Dadurch bin ich auf jeden Fall natürlich auch sehr weit gekommen. Mythisch 3. Aber wir spielen gerade noch Solo fertig, ne? Und hier bauen wir jetzt nur noch ein einziges Game. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es jetzt klappt, Leute. Lasst alle ein Like da, ein kostenloses Abo. Ihr wisst Bescheid für den Support. Gebt Creator-Code Lukas im Shop ein. Digga, also ich bin wirklich unfassbar gehypt. Und Leute, ihr seht schon, ich habe auch den Octopus-Fang. Den habe ich tatsächlich im Posteingang bekommen heute. Genau, die Gewinner wurden da auch schon ausgelost. Und beim legendären Gewinnspiel übrigens auch schon. Ist auch unter dem Video zu sehen, nochmal als wichtige Info an euch. Und ich würde sagen, in 3 Sekunden tippen wir gemeinsam auf das letzte, hoffentlich, also hoffentlich letzte Game. 3, 2, 1, go! Und mal schaut, was jetzt kommt. Vielleicht Brawl Ball? Ne, Juwelenjagd mit den... Oh, mit diesen Wägen, Digga. Da könnte ich wieder ausrasten. Boah, ich hoffe jetzt, dass wir gute Mates haben, Leute. Ich hoffe einfach mal, dass wir gute Mates haben. Okay, wir sperren einfach mal Jeanette. Einfach irgendein, also OP-Brawler sperren einfach mal. Okay, meine Mates haben Jesse und Eve gesperrt. Okay, weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat, Leute, aber... Wir geben unser Bestes, dass wir nochmal im letzten Game nochmal gewinnen. Ich finde den Kurier Brock persönlich mega nice. Ich finde den sehr geil von den Effekten. Und Bell hat ja vorgeschlagen mir. Weiß nicht, ob ich Bell spielen möchte. Kann ich machen an sich für die Mitte, ne? Genau, kann ich an sich machen tatsächlich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bleibe bei Karl. Ich habe die ganze Zeit Karl gespielt, ne? Aber oh, Karl ist gesperrt. Okay, krass. Dann nehme ich einfach mal... Komm, dann nehme ich einfach mal Bell von mir aus. Karl wurde gesperrt tatsächlich von den Gegnern. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Karl gespielt. Und nein, nicht Grom, Digga. Bitte nicht Grom. Okay, ich schlage ihm, komm, Spike. Nee. Was? Amber! Digga, Amber ist nicht eine gute Wahl, Mann. Oh mein Gott, die Gegner haben eine viel bessere Comp. Zutan. Boah, okay. Weiß ich nicht, Crow. Otis, pick Otis, Leute, Otis ist sehr krass schwer zu spielen, meiner Meinung nach. Also finde ich sehr, sehr, sehr schwierig, Leute. Ich glaube ehrlich, wir werden strugglen in diesem Game, aber genau. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, Leute. Wir versuchen das auf jeden Fall. Let's go, Bruder. Okay. Hui. Ich muss dann die Mitte übernehmen in dem Fall. Bitte, Amber, geh doch nach außen, ja? Geh doch einfach bitte nach außen. Okay, Leute, wir werden hier schon mal auf Leons Station das Teil draufhauen. Okay. Ja. Ich spiele halt sehr selten Mitte. Leute, ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Ich spiele mega, mega selten Mitte. Rippchen down, aber ist nicht so schlimm, hoffentlich. Wir müssen auch noch einen Win holen. Wir müssen nicht mal beide Games gewinnen. Danke nochmal 1 Euro, John Müller. Nein, bitte! Nein, das verlieren wir! Oder? Carried der Crow? Oh, ich glaube, er hat gecarried. Oh mein Gott, Digga. Okay, wir haben beide jetzt 5 Gems. Das Ding ist, wenn die Amber reinrennt mit den Gems, wäre das richtig schlecht. Ich muss leider sagen, ich bin oft gestorben, aber ich spiele auch so selten Mitte in der Juwelenjagd. Also ich bin nie der Gem-Carrier, ehrlich gesagt. Nie. Weil als Gem-Carrier muss man das Game halt auch carryen, nicht nur die Gems. So. Oh, okay. Okay, ich habe die B markiert. Ich brauche nur noch 2 Gems. Ja, nice. Oh, Leute, das könnten wir haben. Ja, Digga. Und jetzt zurück, bitte. Also jetzt nicht komplett zurück, aber bitte hauptsächlich, also schon sehr zurück. Ich werde hier nochmal eine Falle placen. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Bitte nicht vor, bitte nicht vor. Let's go! Leute, das zweite Game ist jetzt eh komplett egal. Das genießen wir nur noch, okay?
Wir genießen jetzt das Game. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, Leute. Ultra, ultra krass. Mega, mega nice. Genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das bedeutet, Leute, wir haben den Kurier Brock am Start. Sehr, sehr krass. Genau, weil das zählt schon als Win, ne? Wisst ihr ja hoffentlich. Oh. Ich werde hier nochmal die Falle placen. Okay, jetzt erstmal kurz Leben regeneriert. Eigentlich bin ich ja der Gem Carrier. In dem Fall war es jetzt eben die Amber. Wie gesagt, das liegt echt... Ich spiele das wirklich... ich bin nie die Mitte. Ganz, ganz selten. Aber ich wusste jetzt echt, was ich sonst nehmen sollte eben. Weil irgendeine Mitte braucht man ja trotzdem. Oh, sehr nice. Okay, ich muss echt ein bisschen regenerieren, Leute. Aber ja, wäre natürlich mega nice, wenn wir das jetzt auch noch gewinnen würden. Wäre natürlich sehr, sehr nice. Okay. Ah. Ich glaube, das ist die einzige Map, wo diese Wagen rumfahren, ne? Fällt mir gerade so auf. Wieso gibt es eigentlich nur eine Map davon? Okay, let's go, Leute. Die haben 5, wir haben 6 Gems. Die haben jetzt auch 6, okay. Okay, nice, ist down. Okay, sieht gut aus, Leute, sieht gut aus. Das sieht mega gut aus. Wir werden dann gleich sehen, wie viel der Queer Brock kosten wird. Wie viele Star-Punkte, ne? Meistens ja 25.000. Und wir haben den Countdown. Sehr gut. Wir haben den Countdown, Leute. Sehr, 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 sehr gut. Okay, die wissen ja, dass da Fallen liegen? Ich glaube nicht, ja. Boom, Digga, let's go. Da ist der Win, Leute. Oh mein Gott, es hat auf jeden Fall genau 4 Stunden gedauert, ist auf jeden Fall heftig, wir haben 3 Quests auch gleichzeitig abgeschlossen, Kaufoption auch für den Skin freigeschaltet, wir machen uns mal einen Screenshot und Leute, da sehen wir die Powerliga-Belohnung, let's go, wir machen uns auch nochmal hier einen Screenshot von, sehr, 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 sehr geil, ne? Wirklich mega nice, Leute, Bruder, Angebot zeigen und hier haben wir den Kurier-Brock, wirklich sehr nicer Skin, muss ich wirklich sagen. Ja, vor allem die Effekte sehr cool und ich finde den sehr lustig, ne? Werde ich auf jeden Fall spielen. Und den Exklusiv-Pin bekommen wir auch, wie ihr sehen könnt. Also auch noch ein Pin mit dabei. Und 25.000 Star-Punkte, let's go. Und da ist er am Start, let's go, man. GG, sehr, sehr krass, Leute. Hui. Ah, lol, jetzt habe ich den Pin übersprungen. Nicht gut, aber wir gehen jetzt nochmal schnell auf Brock, dann gucken wir uns nochmal den Pin an, ja? Jetzt habe ich den Pin übersprungen, ich lost die. So, wir gehen auf jeden Fall mal hier, Digga, wie viele gibt's schon? Kurier, Brock. Und jetzt rüsten wir natürlich den auch mal aus. Und zwar den hier. Lol, der hat so ein Paket dann. Ey, das ist mega nice, der Pin. Der ist mega nice, der Pin. Ausprobieren nochmal kurz für die Effekte, Leute, damit ihr die seht. Mega geil. Mega, mega geil. Und wenn ihr aus dem Stream seid, geht direkt auf das Video nochmal und schreibt, dass ihr im Stream zugeguckt habt. Auf jeden Fall auf Ehre, Leute. Wisst Bescheid. Also ihr seht schon, der schießt halt diese Pakete, ne? Das ist echt mega cool. Ich feiere den Skin. Und vor allem die Ulti ist auch mega schön mit diesen Paketen, ne? Ich finde den echt mega nice, den Skin. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Leute. Genau, lasst ein Like da, kostenlos Abo. Wir sehen uns, Freunde. Und damit, ciao, ciao.